Verschwörungstheorien sind ja auch ein grundlegender Bestandteil in nationalsozialistischer Ideologie. Gibt es denn noch weitere Zusammenhänge zwischen Esoterik und Nationalsozialismus? Also in der Geschichte finden sich natürlich manifeste Zusammenhänge zwischen Nationalsozialismus, also Faschismus in Deutschland und dem Aufkommen esoterischer Theorien. Das fängt dabei an, dass Esoterik entstanden ungefähr in Deutschland parallel zur Reichsgründung, sich dann formiert und zu einer ziemlichen Blüte gekommen, dass diese Esoterik, wie sie sich in Deutschland entwickelt hat, von Beginn an sehr stark angereichert wurde mit nicht nur rassistischen und antisemitischen Konstrukten, die ich vorher schon genannt habe, sondern auch mit einer starken völkischen Denkweise, mit einer Bezug aufs alte Heidentum, aufs Germanentum. Damit sind sie natürlich d'accord gegangen mit den rechten politischen Bestrebungen, den Alldeutschen etc., die es zu dieser Zeit gab. Es haben sich dann esoterische Zirkel herausgebildet, zum Beispiel die Guido von List Gesellschaft, die sich im ganzen deutschen Reich ausgebreitet hat. Aus denen ist organisatorisch in Bayern damals die sogenannte Thule Gesellschaft hervorgegangen, die sozusagen sich liest von der Mitgliederliste her wie ein Who is Who der späteren NSDAP. Und es ist auch ziemlich klar, dass diese Leute, die später in NSDAP sehr viel zu sagen hatten, dieses Gebräu einer Mystifizierung von dem Arier- und Germanentum aus diesen überhöhten Rassetheorien rausgezogen haben, wie sie es dort vorgefunden haben in diesen esoterischen Zirkeln. Weiter ging es dann, dass ein Ableger von der Thule-Gesellschaft der direkte Vorläufer der NSDAP auch war, also organisatorisch gesehen. Also das sind so diese manifesten Zusammenhänge, die es gibt, aber von der Geistesgeschichte her, glaube ich, lässt sich das auch sehr stark aufdröseln. Also es ist meines Erachtens in beiden Bewegungen eine romantizistische Gesellschaftskritik, die zugrunde liegt, die angereichert wird mit der Vorstellung von einer rückwärtsgewandten Sehnsucht, also die Gesellschaft, die Moderne, der man etwas entgegensetzen möchte, an der man möchte Demokratie, Zivilisiertheit, eine neue Staatsform entgegensetzen, und die speist sich bei beiden Bewegungen aus dem Hinwenden in die Vergangenheit, also in eine alte Ständegesellschaft, in eine stark oben und unten hierarchisierte Gesellschaft, in der das Volkstum, die sogenannte Ganzheitlichkeit, eine sehr, sehr große Rolle spielt und in der eben auch der Bezug auf vermeintliche Blutszusammengehörigkeit des Volkes und diese Mystifizierung der Herkunft von den Germanen, die eben damals schon gegen die moderneren Kulturen gekämpft haben sollen, eine ganz starke Rolle spielt. Also dieser gesamte heidnische Götterhimmel, der in der Esoterik um die Jahrhundertwende aufgebaut wurde, ist ja auch von den Nationalsozialisten so übernommen worden. Deswegen war es ja auch nach 1945 erstmal nicht mehr so leicht möglich in Deutschland, sich darauf zu beziehen, bis es eben jetzt mit der neuen Esoterikbewegung langsam wieder hochgekommen ist. Wir sind immer noch mitten im Interview mit Claudia Barth, Buchautorin, die sich ausführlich mit Esoterik beschäftigt hat. Und wir kommen jetzt auf einen bestimmten Punkt zu sprechen. Betrachtet man nämlich das Publikum bei esoterischen Veranstaltungen oder gar eine Esoterikmesse, so fällt schnell eins ins Auge. Es sind deutlich mehr Frauen als Männer anzutreffen, die sich für esoterische Weltdeutungen begeistern können. Allerdings fällt auch auf, dass wesentlich mehr Männer Protagonisten der Szene sind. Allgemein bekannt ist auch, dass diverse Gurus und Anführer esoterischer Zirkel sexualisierte Gewalt über ihre Anhängerinnen ausgeübt haben und ausüben. Aber warum können sich so viele Frauen trotz dieser bekannten Tatsachen für Esoterik begeistern? Also die Beobachtung, die du gemacht hast auf der Esoterikmesse, stimmt absolut. Es sind ungefähr, kann man sagen, 2/3 der Konsumenten sind Konsumentinnen, also ist die weibliche Form eigentlich die richtige in dem Esoterikbereich. Die Anbieter sind meistens eher Männer. Es gibt ein paar Erklärungsansätze. Ich habe noch keinen gefunden, der mich 100% überzeugt. Denn wenn man diese Bücher liest, kann man zur Einschätzung kommen, beziehungsweise kann Frau zur Einschätzung kommen oder bin ich zur Einschätzung gekommen, dass diese gesamte Esoterik-Szene ohne die Behauptung eines fundamentalen Unterschieds zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit als zwei Ursprungskräfte des Lebens überhaupt nicht auskommen würde. Ne? Also steckt ja schon in diesem Yin-Yang-Zeichen drin, was ich so ein bisschen das Erkennungszeichen der Esoteriker immer nenne. Und da finden so ganz klassische Zuschreibungen statt. Ne? Die Frau, das Naturnahe, das Gebärende, Männliche, das Rationale, das Abstrakte, Intellektuelle etc. pp. Und das setzt sich ja dann auch fort in konkreten Aussagen bezüglich Männer und Frauen, die also meines Erachtens dann schon so frauenfeindlich sind, dass es schwer zu ertragen ist. Aber in der aufkommenden Esoterikbewegung in den 70er, 80er Jahren
war es beispielsweise so, dass ein Teil der damaligen Frauenbewegung durchaus für solche esoterische Überhöhungen von der angeblichen Weiblichkeit offen und empfänglich war. Denn in der Esoterik ist es eben üblich zu sagen, dieses neue kommende Zeitalter, das landläufig erwartet wird von Esoterikern, wird das weibliche Zeitalter sein. Das männliche Gedankengut wird für alles Schlechte verantwortlich gemacht, was wir jetzt gerade auf der Welt zu haben. Also Industrialisierung, Welt kaputt machen und so weiter. Das Christentum, bla bla, sei alles männlich. Und das kommende wird das weibliche sein. Und das ist jetzt für Frauen aus einer Frauenbewegung, die auf einer grundsätzlichen Geschlechterdichotomie bestehen und dann einfach mal das lange abgewertete Weibliche aufwerten, vielleicht was durchaus Erfreuliches, und deswegen sind da einige auf den Zug aufgesprungen. Eine andere Erklärung, die es gibt, warum es bei Frauen so stark ankommt, ist der Unterschied, also wenn man mal zwischen Tauschwert und Gebrauchswert denkt, ist es so, dass Esoterik ein hohes Gebrauchswertversprechen an Frauen bringt. Also das bedeutet, dass sie das, was sie dort sozusagen erfahren und lernen, auch unmittelbar anwenden können für eine unmittelbare Verbesserung ihrer sozialen Beziehungen, ihres persönlichen Lebens, sich das unmittelbar eben niederschlägt und nicht ein abstraktes Kapital ist, was man vermittelt irgendwie für seine Familie wieder einsetzt, sondern eben sofort was zurückbekommen kann. Das sind so Theorien, aber es ist alles nichts, was mich auch komplett befriedigt, um diesen Effekt zu erkennen, den diese Esoterik auf Frauen hat. Und die Breite esoterischer Welterklärungen ist ja enorm, wie viele von euch schon wissen dürften. Sie reicht von Guru-Kulten über neoheidnische Kulte bis zu antisemitischen Verschwörungsideologien, die hauptsächlich im Internet aktiv sind. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sich ihr Glaube auf eine irrationale Welterklärung stützt. Doch die eine Frage konnten wir bisher noch nicht erklären. Warum werden aus Menschen Esoteriker? Claudia Barth versucht, diesen Sachverhalt im Rahmen einer neuen Buchveröffentlichung zu klären. Es wird ja im Dezember ein neues Buch von dir erscheinen, und zwar Esoterik, die Suche nach dem Selbst, im Transkript Verlag. Kannst du kurz skizzieren, welche Inhalte von Esoterik du da verhandelst? Dieses Forschungsprojekt, wo auch dieses neue Buch dann draus entstanden ist, ist aus der Idee gewachsen oder aus der Gelegenheit erwachsen, dass ich viele Vorträge gemacht habe und dort immer auch esoterische Menschen zugegen waren und die sich das alles ziemlich ruhig anhören konnten und gesagt haben, das stimmt ja alles, was die da vorne über Karma erzählt, aber mein persönlicher Karma-Begriff ist ganz anders und deswegen fühle ich mich davon überhaupt nicht tangiert. Und da habe ich gedacht, irgendwas muss ich denn nicht erfasst haben, was die Menschen zur Esoterik hinbringt. Und dann habe ich angefangen, Einzelgespräche zu führen und die auch auf mitzuschneiden mit Menschen, die eben selbst esoterisch praktizierend sind, und habe mir von ihnen erzählen lassen, wie sie dazu gekommen sind, wie sie das in ihr Leben integrieren, was ihnen das bedeutet, was sie da tun und so weiter. Und habe diese Interviews analysiert. Und da kam ich dann auf eine völlig andere Bedeutung, einfach nochmal, die Esoterik für die Menschen heutzutage hat. Denn niemand geht auf Esoterik zu, weil er sagt, ui, geil, eine Religion mit Antisemitismus und Rassismus drin. Also das ist überhaupt nicht der Antrieb von den Menschen. Sondern die haben mir in den Interviews, wie sie zu Esoterik kommen, erstmal ewig lange Zeit aus ihrem Arbeitsleben erzählt. Aus Momenten, in denen sie gescheitert sind, wo sie nicht mehr weitergekommen sind, wo ihr alter Lebensentwurf zusammengebrochen ist oder wo sie mit der Gesellschaft so aneinander geraten sind, dass sie sich völlig von sich selbst entfremdet gefühlt haben und nicht mehr weitermachen konnten und eben gescheitert sind. Und erst an diesem Punkt des Scheiterns sind sie dann esoterische Wege gegangen, weil sie genutzt haben als Möglichkeit, sich selbst innerlich neu zu strukturieren, um sich wieder zu erden, um wieder weitermachen zu können, um wieder Erfolg zu haben. Das ist auch sehr stark verbunden mit einer moralischen Neubewertung von Ereignissen, die ihnen vorher Leiden verursacht haben, die sie jetzt in einen neuen Kontext setzen, Reframing würde man sagen, und denen eine neue Bedeutung geben, also eine neue Sinnunterlegung unter alle Vorgänge, sodass man damit Frieden finden kann, also innere Ruhe und inneren Frieden damit finden kann. Und auch sich selbst entlastet für das, was passiert ist, aber auch alle anderen, die möglicherweise, wo man vorher möglicherweise Groll gehegt hat, wie Kollegen sich verhalten haben oder wie die Welt gestaltet ist oder wieso es Kriege gibt. Einfach da eine sinnvolle Erklärung zu haben, die das alles gut heißt und die das alles annehmbar macht. Ich behandle da eigentlich sehr viel moderne Subjekttheorien, also im Prinzip wie die gegenwärtige Gesellschaft uns alle zwingt, uns innerlich zu strukturieren, um hier als Bürger voranzukommen.
Also dass wir einen inneren Zwiespalt aufmachen müssen zwischen dem sogenannten privaten Selbst, das wir sind im Kapitalismus, das höchste Gut ist der private Bürger, und zwischen der öffentlichen Seite in uns, diese öffentliche Seite aber im Kapitalismus immer nur entfremdet gelebt werden kann und deswegen ein großer Widerspruch aufkommt und so eine authentische Vergesellschaftung, die eigentlich alle anstreben, wo sich jeder irgendwo alleine fühlt in dieser ganzen Gesellschaft, trotzdem nicht gelingen kann. Und diese ganzen Widersprüche versuchen esoterische Menschen auf eine spezifische Art und Weise zu lösen mit Esoterik. Subjektiv gelingt ihnen das imaginär auch ganz gut, denn sie haben bestimmte Techniken, um auch diese Isolation und Entfremdung nicht mehr zu spüren, sondern in einer jenseitigen Alleinheit mit jedem und allem aufgehen zu können, um dieses Dilemma zu überwinden. Aber objektiv, der Preis, den sie meines Erachtens dafür zahlen, ist eben die Aufgabe von sich selbst als der gesellschaftlichen Seite in sich selbst und sich selbst als gesellschaftlich gestaltendes Individuum zu setzen und eben auch die Preisgabe, ja, die Gesellschaft überhaupt als veränderbare wahrzunehmen und eingreifen zu können. Und sich einfach nur noch auf sich selbst zurückziehen. Ja, soweit Claudia Barth zu ihrem neuen Buch Esoterik, die Suche nach dem Selbst, sozialpsychologische Studien zu einer Form moderner Religiosität. Das ist übrigens im Dezember im Transkript Verlag erschienen und ist im Moment im Buchhandel erhältlich. Und wir haben gerade im Interview mit Claudia Barth schon gehört, warum denn Menschen sich für Esoterik entscheiden. Warum wird ein Individuum zu einem esoterischen Individuum? Wir möchten diese Ausführungen von Claudia Barth jetzt an dieser Stelle noch ein wenig ergänzen, und zwar um die Frage, warum Esoteriker denn auch Esoteriker bleiben. Es gibt eine leichte thematische Überschneidung jetzt mit dem vorherigen Beitrag, den ihr uns bitte verzeihen möchtet. Jetzt also die Attraktivität von Esoterik behandelt in einem kleinen Beitrag. Die Zahl derjenigen, die sich geistig erleuchtet wähnen, ist unüberschaubar geworden. Seit der Dezentralisierung durch das Internet steht es jedem Menschen frei, sich ein ganz individuelles Weltbild zu zimmern. Mit denjenigen der anderen teilt es nur den kleinsten gemeinsamen Nenner, ein Gegenentwurf zur materialistischen Welt und ihrer Wissenschaft zu sein. Anders als noch vor 20, 30 Jahren, den Hochzeiten des New Age, ist es nicht nötig, Esoterikmessen zu besuchen oder sich in einschlägigen Läden und Zirkeln blicken zu lassen. Fest steht aber dennoch, dass der Esoterikmarkt stark gewachsen ist. Schätzungen des Heidelberger Zukunftsforschers Eike Wenzel gehen davon aus, dass allein in Deutschland zwischen 18 und 25 Milliarden Euro mit Esoterik umgesetzt werden.